Grüezi miteinander. Mein Name ist Leslie Tobler und ich bin Verkäufer bei der Firma Jungheinrich. Heute zeige ich euch, was bei der Inbetriebnahme vom Jungheinrich EJC M10 alles zu beachten ist. Bevor wir aber anfangen, ist es wichtig, dass wir zuerst die Sicherheitsschuhe anziehen. Wenn das Fahrzeug bei mir angekommen ist, kontrolliere ich als erstes, ob das Fahrzeug beim Transporter keine Beschädigungen bekommen hat. Als nächstes kontrolliere ich, dass alle Dokumente vorhanden und komplett sind. Dazu gehört das CE-Zertifikat sowie auch der Ersatzschlüssel. Um den Stapler korrekt einzuschalten, drehe ich das Schaltschloss auf Position 1 und ziehe den Notdus auf. Auf dieser Anzeige kann ich ganz einfach die Batteriespannung wie auch die Betriebsstunden ablesen. Jetzt, als ich den Stapler korrekt eingestellt habe, kontrolliere ich, ob der Deichseldämpfer normal funktioniert. Dazu ziehe ich ihn runter und lasse ihn los. Er muss nämlich wieder in die obere Position zurückspringen. Wenn ich jetzt den Deichsel in die Hand nehme und zu mir ziehe, sehe ich alle Bedienelemente auf einen Blick. Wir sehen jetzt zum einen den ergonomisch angeordneten Fahrschalter, der für links wie auch für Rechtshändler geeignet ist. Als nächstes kontrollieren wir, ob der Hub richtig funktioniert. Dazu drücke ich mit dem Zeigefinger auf das Symbol zum Heben. Zum Kabel wieder oben runterlassen, drücke ich auf das Senken-Symbol. Auf dieser Seite des Deichsels finden wir den Schleichfahrtaster. Sobald ich den drücke, kann ich auch in aufrechter Deichselposition Fürsche und Hindersche fahren. Wenn der Deichsel oben und der Schleichfahrtaster nicht gedrückt ist, darf der Stapler nicht fahren. Ein weiterer Punkt, den wir kontrollieren, ist das Warnsignal. Der nächste Punkt, den ich kontrolliere, ist der Körperschutzschalter. Der Körperschutzschalter verhindert, dass sich der Fahrer einklemmt und gibt ihn in einer Notsituation wieder frei. So sind Sie mit Ihrem Jungheinrich immer sicher unterwegs. Wenn während dem Fahren der Deichsel in Endanschlag kommt, muss der Stapler automatisch stoppen. Wenn wir nach auf die Vorderseite des Staplers gehen, sehen wir hier die Hubkette und den Hubzylinder. Wichtig bei der Kette ist, dass sie weder verdreckt noch rostig ist und dass sie hier ein leichtes Spiel aufweist. Bei jedem Stapler muss ein Tragkraftdiagramm vorhanden sein. Bei unserem Jungheinrich EJC M10 finden wir das hier. Auf der linken Seite sehe ich, wie hoch der Stapler hochlupfen kann. Und auf der rechten Seite sehe ich auch gerade, wie viel Kilo er auf die Gabel nehmen darf, bei einem Lastschwerpunkt von 600 mm. Das entspricht einer vollbeladenen Europalette. Da vorne sehen Sie das Typenschild vom Stapler. Wir sehen hier zum einen den Typ, Seriennummern, falls Sie mal ein Ersatzteil bestellen möchten, den Jahrgang und ganz wichtig, das Gewicht des Staplers inklusive der Batterie, falls Sie den Stapler mal möchten, im Lift nehmen oder auf einer Hebebühne möchten und runterlassen. Dieser Stapler ist mit wartungsfreien Batterien ausgestattet. Das heisst für Sie, keine Pflege, kein Wasser auffüllen und mehr Zeit zum Arbeiten. Wir können ganz einfach das Kabel hier rausziehen und jede 220 Volt Steckdose einstecken. So starten wir den Ladevorgang. Auch wenn es nur ein kleiner Stapler ist, schreibt Suva vor, dass man mindestens einmal im Jahr den Service dran macht. Melden Sie sich bei uns, wir übernehmen das für Sie. Das sind die wichtigsten Punkte von einer Inbetriebnahme von einem Jungheinrich Gabelstapler gewesen. Wenn Sie doch noch Fragen haben, rufen Sie uns gerne unter die eingeblendeten Nummern an. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen.